Ja, liebe Freunde, jetzt noch ein letztes Video heute und es geht um etwas sehr Praktisches. Ich habe vorher über die Tod in den zwei Videos, die ich mit diesem Newsletter verschicke, gesprochen und jetzt spreche ich über eine ganz wichtige Sache, die vor allem für Sportler sehr, sehr wichtig ist, aber auch bei Menschen, die viel sitzen, viel bewirken können. Sie wissen, ich meditiere jeden Tag sehr, sehr lange. Ich muss meine Büroarbeit machen. Und da merkt man einfach, welchen Unterschied es macht, wie flexibel unsere Gelenke sind. Und unsere Gelenke beeinflussen auch unsere Intelligenz. Bewegliche Gelenke bedeuten im Grunde auch einen beweglichen Geist. Sie beeinflussen unsere sportliche Leistungsfähigkeit. Es ist so, Gelenke, die unbeweglich sind, braucht die Muskulatur mehr Spannung, mehr Kraft. Sie verschleißen schneller und Gelenke, die nicht bewegt werden, verschleißen nicht nur schneller, sie führen regelrecht zu Krankheit und Versteifung. Ja, und wie fangen wir an? Wir beginnen mit den Füßen. Und zwar tun wir meist mit dem rechten Fuß beginnen. Rechts ist einfach auch die Seite, links schlägt das Herz. Und rechts sind die meisten Leute eh blind. Und erstarrt ist eigentlich auch die Seite, die mehr für technisches und logisches Denken ist. Und da flexibler zu werden, drehen wir einfach mit dem Fuß ein paar Schleifen am Boden. Wir lassen ihn leicht aufgestellt, aber möglichst ohne Druck, weil wenn Sie Druck machen, dann haben Sie mehr Spannung. Und wir drehen einfach mit dem Fußgelenk in beide Richtungen. Es reicht, wenn Sie das 8-mal in jeder Richtung machen, wenn Sie es wenig Zeit haben, können Sie auch mal weniger machen, aber bei 8-mal erreichen Sie ein ziemliches Optimum zwischen Aufwand und zwischen Ergebnis. Und das Gleiche machen Sie dann mit dem anderen Fuß, mit dem linken. Sie drehen ihn ein paar Mal die Fußspitze, wie wenn Sie was am Boden ausdrehen, und die Ferse dreht sich, Fersengelenk, 8-mal in die eine Richtung. 8-mal in die andere Richtung. Ich kann mich erinnern, vor Jahren hatte ich bei einer Firma ein Stressmanagement für Manager und da war einer, der behauptet hat, er arbeitet 14 Stunden am Tag, er macht kaum freie Zeit, aber wenn er Freizeit macht, dann macht er Marathon. Und bei der Bewegung, die wir jetzt machen, da kam er nicht mal bis zu den Knien, geschweige denn mit den Händen bis zum Boden. Der war sehr viel jünger damals, als ich heute bin. Und das ist sehr, sehr schlecht. Solche Menschen, die so unbeweglich sind, haben in der Regel sehr bald auch gesundheitliche Probleme. Statt Marathon ein paar Entspannungssachen. Wir legen die Hände auf die Knie und kreisen jetzt mit beiden Knien parallel. Auch wieder 8-mal in die eine Richtung. Meist fange ich an, im Uhrzeigersinn zu drehen und dann entgegen dem Uhrzeigersinn 8-mal. Genau. Und das Gleiche machen wir jetzt mit dem Becken. Wir drehen uns 8-mal im Uhrzeigersinn. Sie können es weit machen oder weniger weit. Es ist gar nicht so wichtig. Gut ist auch, wenn man spürt dabei, was man tut, welche Regionen bewegen sich. Was passiert zum Beispiel, wenn man das Becken im Uhrzeigersinn dreht mit dem Kopf und dann entgegen dem Uhrzeigersinn. Und wenn wir jetzt dabei sind, bei denen in diesen Regionen, bitte vorsichtig, weil wir oft Härte in der Wirbelsäule sich angestaut haben, tun wir
versuchen, den Bauchnabel einziehen und rauspressen. Ja, jetzt sieht man, mein Bauch verstärkt diese Übung. Habe ich mir lange überlegt, wie ich sie trotz meiner Eitelkeit jetzt mache. Aber dann habe ich gedacht, in meinem Alter sollte man nicht mehr so eitel sein. Da kommt es nicht mehr so drauf an. Und dann tun wir den Bauchnabel wieder nach vorne und nach hinten. Also jetzt, man bewegt natürlich andere Teile immer mit. Der Schwerpunkt sollte einfach hier in der Bewegung sein. Das Gleiche machen wir jetzt mit dem Brustbein. Wir drücken das Brustbein nach vorne und dann nach hinten. Und da wirklich vorsichtig sein, das ist ein bisschen ungewohnte Bewegung. Wenn man da sehr unelastisch ist, kann man auch mit so einer Bewegung etwas auslösen. Deshalb sehr, sehr vorsichtig, je nach Geschicklichkeit sein. Merken, wie die Schultern, der Kopf zieht sich ein, wenn das Brustbein nach hinten geht, beziehungsweise der Wirbelsäule zwischen den Schultern klettern und dann in die andere Richtung. Genau, und jetzt machen wir das mit den Händen, da machen wir zwei Bewegungen. Wir falten sie und machen sie in die eine Richtung ein paar Mal. Dann können Sie, wenn Sie vorher den linken Daumen oben hatten, den linken Zeigefinger oben, den linken Mittelfinger, auch noch die Hand ein bisschen variieren. Das fühlt sich ungewohnt an und dann machen Sie die Bewegung auch nochmal so und dann in die andere Richtung. Und dann mit der gewohnten Zusammenfaltung der Hände. Es schafft ein bisschen Verwirrung im Gehirn und dann kann sich da was Neues bilden. Verwirrung ist immer gut. Und dann machen wir so, wie wenn wir beim Boxen an so ein Bällchen schlagen. Man sieht es manchmal in Filmen oder so. Ich bin jetzt kein Boxer, aber so eine Drehbewegung, genau. Und dann drehen wir die Ellbogen im Gelenk. So, hier sollte wirklich die Bewegung im Ellbogen sein. Hände und Arme sind ganz wichtig. Und dann die Schulter. Sie können beide gleichzeitig oder getrennt, erst die eine Seite und die andere, je nach Zeit und Lust. Und dann machen Sie das mit der anderen Seite. Genau. Und jetzt ist noch der Kopf und da hat ein bisschen eine Besonderheit. Wenn Sie wollen, können Sie zusätzlich hier diesen Muskel, Trapezmuskel umfassen mit der Hand und dann lassen Sie, da machen wir keine vollen Drehbewegungen, sondern wir lassen den Kopf einfach so hin und her pendeln nach unten und dann schauen wir nach rechts. Also wir bleiben auf einer Ebene, aber wir drehen auch nicht voll, sondern wir schauen nur links und rechts. Das machen wir noch, indem wir den anderen Trapezmuskel auch umfassen. Das sorgt für eine vertiefte Entspannung in diesem Bereich. Dann schauen wir von rechts nach links immer hin und her, hin und her, hin und her, ein paar Mal. Genau. Ja, mit dieser Übung können Sie etwas für Ihre Gesundheit, für Ihre Vitalität tun. Sie werden merken, es macht einen riesen Unterschied, ob man in diesen Gelenken beweglich sich fühlt. Man fühlt sich leichter und entspannter automatisch. Und so ist es eine ganz gute Übung, eben auch vor Qigong, vor Yoga,
am Morgen nach dem Aufstehen zur Ausgleich, wenn man viel sitzt. Also es tut in jedem Fall uns und Ihnen gut. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch diese Entspannung spüren und diese Lebenslust, die dadurch im Körper sich verstärkt, einstellt. Und bis zu meinem nächsten Video Ihnen eine gute Zeit, trotz diesem traurigen Herbstwetter. Ihr Matthias Müller.